Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, wir haben ja Ende der letzten Folge noch so einen Katzenmeister besiegt, sind ja aber auf der Suche eigentlich nach Waldläufervorräten, die hier überall versteckt haben. Und diese überall versteckten Waldläufervorräte, die müssen wir finden, um, naja, Leute auszustatten. Denn der Waldläufer, von dem wir den Auftrag bekommen haben, der hat schon ganz richtig gesagt, ja, nachdem das Heer hier durchgezogen wird, wird sie am Ende keiner mehr brauchen. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren. So, Kiste mit Vorrat der Waldläufer. Schön. Weiß gar nicht, ob das die sind, die wir überhaupt sollen. Aber es sind auch welche. Die nehme ich auch mit. Ja. So. Zurückgelassene Vorräte. Ach, hier waren wahrscheinlich mal... das war mal ein Lager der Waldläufer. Aber man sieht es jetzt schon. So richtig lagerig ist das hier nicht mehr hier. So, ich werde mal ganz kurz was essen, bevor ich mich jetzt hier in die Schlacht stürze. So, Boltenil hat nämlich gesagt, es brummt ihr Magen. Ja. Ey, nicht weglaufen, ich bin gleich bei dir. So. So, diese Schriftrolle rezitieren wir noch. Und dann, hallo, komm her. Gut, gut. Rum. So, einer in Torgros bezwungenen Viecher. Sehr schön. Hier waren wir ja mal ganz kurz drin, glaube ich, mich zu erinnern. War aber nicht viel los, deswegen sind wir wieder raus. Aber wir haben ja, oder ich habe ja schon damit gerechnet, dass wir hier nochmal rein müssen. Und naja, ich habe recht bald. So. Okay, also erstmal Vorratskiste. Schlupp. Dann diese Kiste. Übrigens, ja, wie gesagt, die zählen auch zu diesen ganzen Ostlingen dazu. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das heißt, die Quest werden wir auch abschließen. Ach, was will man mehr? Immer mehr, immer weiter. Geht es vorwärts und wir verhauen alle Daten. Und die Dinge vollkommen Assassone und nicht reimende Lieder. Ja, das nicht war gewollt. So. So. Da. Kann man nicht Feuer machen. Oh, der da oben hat verpennt. Oh ja, jetzt pennt er wirklich. Hey, Herr Hauptmann, komm her. Komm her. So. Asche auf dein Hauptmann. Oder eben zu Asche, das kannst du dir jetzt auch sehen. Ja, einmal kurz eine Heilung reinhauen. Ja, und dann in aller Ruhe aufsammeln. Und diese Aufgabe erstmal beenden. Hopp. Dankeschön. Stimmt. Herr des Wessens, irgendwas bekommen. Schön. Aber nicht so schön ist, dass hier wieder viel Zeug ist. Ja. So wie es sein soll. Wunderbar. Abgeschlossen die Macht Mordors. Schön. Nehmen wir die Vorräte noch mit. Und dann sind wir hier drin, denke ich, auch fertig. Von denen brauche ich nichts mehr, ne? Nö. Nö. Dann ab dafür, ab nach draußen. Wir haben allerdings ein paar Punkte bekommen. 20 an der Zahl. Und wir haben bekommen... Verbündetes Heer des Westens. Ja, nicht nur verbündet. Eigentlich bin ich ja Teil des Heers. Aber okay. Buch der Taten. Ja, 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 ja. Ja, ich weiß. Du wolltest doch mal so einen auf die Nase haben. Bitteschön. So. Sehr schön. Ach, das ging ja eigentlich relativ einfach. So, also wieder raus. So, diese Vorräte sollen wir dann wieder runterbringen zum Album. Werden wir auch tun. Noch haben wir aber hier zu tun. Nämlich, und jetzt sind endlich die ganzen Ringe weg, nämlich diese Vorräte hinten, die auch noch irgendwo rumgundeln müssen. Deswegen gehe ich mal kurz hier runter. Rittersporn, nein. Da. Okay, dann hätten wir diese Quest nämlich auch. Halt, zieht ansehen. Ziel ansehen. Dankeschön. So. Und jetzt... jetzt gehen wir hier am Fluss entlang und gucken, dass wir zu dem Ding da drüben kommen. Ich glaube, es ist eh nur abgeben, ne?
Also da drüben reitet wahrscheinlich wieder unser Katzentyp rum. Ich sehe es doch auf der Karte, dass da jemand ist. Und ja, aber den haben wir ja schon geledigt. In den Ende der letzten Folge. Ging relativ einfach, dafür, dass für kleine Gefährtengruppe da stand. Ja, sind die relativ schnell relativ tot umgefallen. Gut, wir sind vielleicht, na, wobei so viele Level sind wir jetzt auch nicht drüber. Als dass ich da sagen würde, ja, okay, daran liegt's. Aber naja, ist wie es ist. So, hier, Vorräte, bitteschön. So, Gimli, was hast denn du? Die Soldaten, die uns begleitet haben, sind immer unruhiger geworden. Unred aus Rohan, Magor aus Goldur. Nun, sie sind den ganzen Tag über unruhiger geworden. Ich habe etwas darüber nachgedacht, wie ich ihnen ihre Ängste nehmen oder ihre Angst nehmen kann, aber ich kenne mich mit allem, vor allem mit Äxten aus, nicht mit Worten. Vielleicht könnt ihr ja etwas für sie tun, Bolzeniel. Wenn wir nicht auf einen Sieg aus sind, wieso müssen wir dann unser Leben sinnlos opfern? Jungchen, du bist ja nicht mit umsonst mitgegangen. Du wurdest vorher gefragt, ob du freiwillig mitgehst. Also, ehrlich, ja. Bolzeniel, ich bin ein Mann Rohans und ich werde tun, was König Eomer verlangt. Aber meine Entschlossenheit schwindet mit jedem Schritt in Richtung des schwarzen Landes Mordor. Es ist wahr, dass unsere Befehlshaber nicht daran glauben, dass wir die bevorstehende Beschauer... Ist es wahr? Dass wir die bevorstehende Schlacht nicht gewinnen können? Wieso müssen wir dann unser Leben sinnlos opfern? Ich würde für die Mark alles tun, aber wäre es nicht klüger, die Männer hierher zur Verteidigung von Minas Tirith einzusetzen? Es gibt Festungen in Rohan, in denen wir viele Jahre ausharren können, falls nötig. Ich habe bei der Hornburg gekämpft und mich gut in dieser Schlacht geschlagen. Aber hier ergreift ein natürlicher Schrecken mein Herz, wobei es mehr als nur Angst ist. Ich kann nicht glauben, dass König Eomer und König Elessar von Gondor einfach ihr Leben fortwerfen zusammen mit den unseren. Wie können sie nur eine Entscheidung getroffen haben? Solche, ja, Botanien. Ihr müsst ihn beruhigen. Wir beruhigen ihn. Und Magor, ja? Ich werde für Gondor sterben, wenn es sein muss. Ja. Aber ich möchte nicht sinnlos sterben. Ich bin kein Falkjährling, Botanien. Aber ich frage mich, ob es klug ist, gegen Mordor zu ziehen. Ich werde König Elessar stets treu dienen und das und tun, was er befiehlt. Aber ich fürchte, ihm ist nicht klar, was er da von uns verlangt. Ich dachte, seine Armee wäre stark genug, als wir durch Osgiliad marschierten. Aber jetzt, da wir in der Wildnis unterwegs sind, habe ich bemerkt, dass sie kleiner ist, als ich zunächst dachte. Sie ist den Armeen Mordors auf keinen Fall gewachsen. Ich bin bereit, für Gondor zu sterben. Wenn Gondor dadurch überleben kann, aber ich will mein Leben nicht einfach so fortwerfen. Wenn dieser Kampfirrsinn oder Angriffirrsinn ist, wovon ich ausgehe, wie kann der König dann auf so etwas bestehen? Wir sollten 6.000 vor den schwarzen Toren, wie sollen 6.000 vor dem schwarzen Tor gefallene Soldaten Gondor retten? Sie werden es nicht. Das können sie nicht. Ah. Wir beruhigen ihn? Okay. Jetzt sollen wir Schachtelhalm, Platterbsen und die ganze Gemüse sammeln. Na toll. Jetzt müssen wir sammeln, was wir die ganze Zeit liegen lassen haben. Sehe ich jetzt gerade hier mal auf der Questliste. Toll. Hätte ich wahrscheinlich die ganze Zeit schon mitnehmen können. Aber hätte Fahrradkette. Ist wie es ist. Wir gehen das nach und nach mit sammeln. Schlüsselblumen brauchen wir, glaube ich, nicht. Nehmen sie trotzdem mit, weil ich kann. Nö, das wollen wir nicht. Also nur Platterbsen, Schachtelgeschichten und so weiter. Na gut, Schachtelhalm, da steht's doch. Nehmen wir den mit. Ah, Berglöwe. Dich sammle ich nicht, Junge. Dich sammle ich nicht. Aber wenn du mir unbedingt dein Fell geben willst, dann zieh ich dir die Haut ab, du. So. Notfalls lebend. Nee, so grausam bin ich nicht. So, okay, Schachtel halt. Ah, alles klar. Es sind nicht die Dinger, wir müssen nur wieder mal Samen sammeln. Hatten wir die Quest nicht auch schon? Ich weiß es nicht. Wird sich zeigen. So, wir werden den Weg entlang reiten, den es nicht gibt, aber ist wahrscheinlich günstiger, weil wir dann hoffentlich über eine Furt oder eine Stelle kommen, wo wir dann den Weg auch kreuzen können. Weil alles andere macht gerade keinen Sinn. Aber es gibt halt auch Sinn, dass das hier nicht dann angezeigt wird. Ne? Das hat mich schon gerade gewundert. Ja, Platterbse. Ich gucke trotzdem nochmal rein, aber
wir haben ja gerade gesehen, dass das so nicht funktioniert. Die Samen gibt es woanders. Aber die Extrakte können wir ja trotzdem mitnehmen. Was bist du denn? Ach so, Katzenhüter. Okay. Rittersporn, Talgglanz. Nein, das wollen wir alles beides nicht. Also wir wollen schon, aber jetzt nicht. Ja, genau. Jetzt nicht. So. Der Weg stimmt. Mal ganz kurz das hier umstellen. So. Ja, besser. Okay, wir nähern uns. Hier muss dann wahrscheinlich auch wieder so eine Statue gewesen sein. Keine Ahnung. Weil das da unten war, glaube ich, eine. Und dann müsste das hier auch eine darstellen. Da sollten wir ja auch nochmal hingehen aus irgendwelchen Gründen. Moos abkratzen, glaube ich, war es, ne? Moos abkratzen? War es Moos abkratzen? Ich glaube, es war Moos abkratzen. Zwergbart, Moosfleck, genau. Go. Ohne Moos nichts los. So. So. Sollen ja auch schön sauber sein, die versteinerten Trolle. Damit auch jeder sieht, ja, guck mal, das sind Trolle, die versteinert sind, sollen sich halt nicht mit uns anlegen. So ist es geplant. So. Jetzt biegen wir nach rechts ab und sammeln hier möglicherweise schon. Nein. Krone der Südländer. Nein, das sammeln wir auch nicht. So, noch ein Stück. Noch ein Stück runter. Okay, hier unten sollte es dann langsam losgehen. Schlüsselblumen-Samenhaufen. Okay. Ich will nur den Samenhaufen. Das wird jetzt nicht mehr klappen, ne? Dachte ich mir. Na toll. So, na gut, dann nehmen wir den Samenhaufen jetzt mit. Und gut ist. So, einer von sechsen. Ich steige trotzdem nochmal auf, vielleicht reicht's ja. So, oh, guck mal, Schlüsselblumensamenhaufen. Einmal mitnehmen. Einfach wie wild erstmal durch die Gegend reiten. Hier ist eh genug los. Trödel, trödel, tröd. Blattzweige, Blatterze. Ach, Trappelzweige, Blattzweige vor allem. So, ich guck mal, ob ich hier in der Blatterze das finde, was ich finden will. Nö, nur die Piolensamen, okay. Aber Schlüsselblumensamenhaufen finden wir zumindest. So, 3 von 6, immerhin. Schlüsselblume, oh, Blatterzenhaufen, na siehst du, geht doch los. Hallo, komm. So, Schachtelhalm brauchen wir dann natürlich auch noch. Da haben wir doch schon mal eine. Sehr schön. Ach ja. Alles zu mir. Alles meins. Mein Platz, Erbsen, Schachtel, Samen, Haufen, Satz, Platz. Ihr wisst schon. So, Schachtel. Schachtel. Und Blatterbsen. Natürlich würde das viel mehr Spaß machen, wenn es hell wäre. Ihr kennt das ja, aber naja. Man kann es sich halt nicht aussuchen. Zumal das, wie gesagt, sowieso eine längere Aufnahme ist. Da muss es sowieso dann ein bisschen Abstriche geben, dass da einige der Folgen tatsächlich im Dunkeln stattfinden. Naja, gut, müssen wir mitleben. So, haben wir. Da hinten ist noch was platt. Ah, toll. Ja, alles andere greift mich nicht an, der blöde Falke hier. So, okay. 3 von 6. Blatterze, da häuft sich noch was, okay. 4. Was rennt uns jetzt hinterher? Nix. Ah. Schmidtchen Schleicher. Tschüss. So. Flump. 5
Blatterz. Hier ist halt alles auf Haufen, ne? Dann musst du halt erstmal alles finden. Sobald wir, und das ist ja hoffentlich bald der Fall, mal eins richtig abgeschlossen haben, wird es hoffentlich ein bisschen übersichtlicher auch auf der Karte. Dann wissen wir, wo wir hinreiten müssen, wo sich definitiv nichts mehr befindet und hast ja nicht gesehen. Aber naja. Eins am anderen. Ja, nimm mit. Schlumpf, 5 von 6, okay. Schlüsselblumenhaufen. Ich glaube, zumindest die schließen wir jetzt gleich ab. So. Und Schachtelhalm sehe ich da drüben auch schon abschließbar. Okay. Nö, die Schlüssel. Ja, okay, aber jetzt dann gleich. So, aber Schachtelhalm. So. Haben wir. Diese Samen noch. Und dann müsste auch genug gewesen sein, wenn wir die da haben. Sehr schön. Na, ich freue mich. Geht voran. So, hätten wir. Jetzt bräuchten wir das da unten und hier oben das Zeug, was wir noch nicht gemacht haben. Ich bin am Überlegen. Wir werden jetzt hier hochgehen, schnell reisen dahin, machen das, reisen zurück. So. Oder geht man dann erst ab? Kann auch sein. Wir werden sehen. Erst einmal reiten wir da hoch. Das will ich auf jeden Fall jetzt noch mitmachen, bevor wir irgendwie zurückreisen. Denn, wie gesagt, ne, ich kann jetzt nicht ganz so inflationär mit der Schnellreise umgehen, weil ich die halt in der Aufnahme vielleicht mehrfach brauchen könnte. Und wir nur einmal haben. Das ist der Grund. Okay, von dem Gemüse kann ich einsammeln. Ah, das war's. Okay. Und aufräumen muss ich auch mal wieder. Ja. Nun. Ist lang her gewesen, aber ja, irgendwann war es mal wieder notwendig. Mal schauen, ob ich das direkt nach dieser Folge hinkriege. Wir müssen dann halt vermutlich dann doch am Ende der Folge die Schnellreise auf jeden Fall nutzen und dann ein bisschen mehr hin und her reiten fürs nächste Mal. Weil, wegen ist so. Ich werde jetzt dann gucken, dass ich ein bisschen was verkaufe von dem Zeug, was wir nicht brauchen, ein bisschen was loswerde von dem, was wir brauchen und so weiter und so fort, aber immer ein Tamana. So. La, 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 la. So, einmal übers Brückchen, weil hier auf der Seite geht es nicht weiter. Und dieser Weg, okay. Sehr verwirrend hier teilweise. Aber wir kriegen es hin. So, das ist jetzt die Quest für den, von dem Typen, den wir da oben getroffen haben. Wo ich mir nicht ganz sicher war, wo es lang ging. Aber ich glaube, zuerst mal müssen wir sowieso in Richtung des Weges. Dann wahrscheinlich über den Fluss. Kann auch sein, dass wir hier den Berg direkt hochkommen. Ich probiere das mal. Das ist vielleicht sogar richtig, sowieso richtig, weil der Weg so irgendwie so lang führt. Naja. Irgendwie so lang. Ist auch irgendwie so eine Angabe, ne? So, also gehen wir jetzt über den Fluss und reiten dann mal dahinter und gucken, ob wir da, wobei das hier halt nicht aussieht, als würden wir da irgendwie den Berg hochkommen, ne? Ja? Ich probiere es einfach mal. Ich probiere es einfach mal und zur Not schlängelt sich vielleicht da oben den Berg hoch. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es herausfinden. Das ist der Plan. Das ist die Ausführung. So. Das ist abgesoffen. Okay, da haben wir die Erdhaufen schon. Sehr schön. Ich steige wieder auf. Ich nehme mit. Nichts von Bedeutung gefunden. Nichts von Bedeutung gefunden. Immer noch nichts von Bedeutung gefunden. Wo bin ich denn? Erstmal hier. Hallo, hier, kommt mal her. Ich muss mal ganz kurz mit euch reden. Genauer gesagt, mit eurem Tod. Ja, okay, haben wir. Kundula Banner. Ich geh erstmal hier hoch, ob da oben noch was ist. Aus Gründen der Gründlichkeit. So, Rationenfass zum Beispiel. Da brauche ich nämlich nachher nicht nochmal her. Und hier ist noch so ein aufgewühlter Erdhaufen. Sehr schön. Ja. Oh, falsch und um, Junge. So, okay. So, Rationenfass. Verbrennen. Boden.
aufwühlen. Aber so ein paar Regenwürmer war da nichts. Dann gehen wir auch direkt auf die andere Seite, bevor wir geradeaus hochgehen. Und suchen da weiter. So. Das war ein Trebuschi. Das war ein Kundschafter. Und hier sind gleich noch drei Bonus-Kundschafter. Na. Ah, der hat sich ein bisschen zurückgezogen. Okay, du bist aus der Reichweite gegangen. Ja? Schlau von dir, aber nicht schlau genug. Weil du jetzt noch weiter rennen müssen. So, okay. Schlupf. Rationenfass. Ach, wie krass. Ach, wie krass, ein Rationenfass. Oh, Erdhaufen 1. Erdhaufen 2. Oh, da war was drin. Schön. Du nicht. Ja, und weil du nicht schön bist, wirst du direkt verkugelt. Den Bogenschützen nehmen wir mit. Ja, den nehmen wir auch mit. Natürlich nehmen wir auch das mit. Der Typ, der da hinten in der Ecke sitzt. Ah, der darf auch noch mit. Komm her! Eckentyp! Hallo! Oh, von hinten! So was. Na, guck es mal wieder an. Ich muss aufpassen, dass wir das arme Fell von der armen Katze nicht allzu ausfällen oder so. Oder hast du nicht gesehen? Oder überhaupt. So, Erdhaufen. Komm her. 3 von 8. Hey, Bogi. So macht er. Okay. So, und dann geht's hier offenbar in eine Art Minilager. Und bevor wir in dieses Minilager gehen, würde ich sagen, pausieren wir die Folge. Denn, wie gesagt, ohne Vorproduktion, ich will nicht allzu lang vorproduzieren. Beim nächsten Mal werden wir dann ausräumen. Dieses Mal wird es wohl doch noch nichts. Na gut, ist wie es ist. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn und tschüss.